In dem Haus war die Internationale, oder? Ja, so ungefähr. Ja, man muss sich also vorstellen, ganz viele mittelalte weiße Männer und alle sahen ganz alt aus. Das ist der Espacement, da sind ganz viele AnarchistInnen drin. Und das ist die Schweiz und da sind auch ganz viele AnarchistInnen drin gerade. In der Schweiz? Sind alles AnarchistInnen bestimmt. Ich würde sagen, wenn man einen Arm malt, muss man noch einen Kreis darum malen. Philipp, wie viel Geld hast du ausgegeben für die Bücher? Jonas Geld. Jonas Geld? Ja. Findest du das, was wir betreiben, ist Eskapismus? Ja, schon zu einem gewissen Grade. Warum? Weil ich entfliehe ja trotzdem irgendwie meinem Alltag, den Umständen, so, denen ich jeden Tag ausgesetzt bin und die ich auch jeden Tag zu ändern versuche. So. Und jetzt, keine Ahnung, grenzen wir uns quasi einfach eine Woche lang davon ab, rennen quasi vor den Problemen, die uns wirklich beschäftigen, weg und diskutieren, well, in der Theorie über diese Probleme, aber halt na, weit weg von zu Hause. Hast du das Gefühl, dass du wieder zurückfinden kannst in den Alltag oder dass es dich einfach nur weiter deprimieren wird? Ich denke, ich werde mich wohl wieder abstumpfen danach. Bist du jetzt arm? Ich habe 10 Euro Rabatt bekommen. Also echt? 10 Euro Rabatt? Wie viel Geld haben wir für die Croissants ausgegeben? Würdest du sagen, dass die Schweiz teuer ist? Also im Verhältnis zu den Büchern waren die Croissants billig, sag ich mal. Oh, das war aber 1 für 4. Ja, ja. Aber ist doch cool eigentlich. Was bedeutet für euch Anarchismus? Gewalt. Gewalt, okay. Freiheit. Kommunismus nur in anti-autoritär. Die Freiheit von Herrschaftsstrukturen. Und wie stehst du dazu? Ja, ich persönlich halte es nicht für das effizienteste Mittel zur Errichtung einer besseren Welt, aber für die letzte Schlussfolgerung der gerechtesten möglichen Welt. Also bist du im Herzen Anarchist? Ja. Du weißt, dass du jetzt nicht mehr duschen darfst? Darüber wollte ich jetzt gerade einen Witz machen. Ich würde mich sehr, sehr gerne duschen, aber ja, du, das hat sich wohl hiermit erledigt. Ich hoffe, du hast heute geduscht, weil es ist jetzt vorbei, ne? Ich sag doch, seit ich meine Antidepressiva habe und den ganzen Scheiß, ich habe mein Leben voll im Griff. Ich habe mein Leben fast wieder vollständig im Griff. Wie steht ihr zu Kommunismus? Ist auch in Ordnung. Was bedeutet das? Ist das ich will nur ein... Ist das der Schweigefuchs, oder? Ja, Alter. Okay. Ach so, du hast da ein Tattoo, stimmt, ja. Ich hab auch so eine Kamera einfach in Alt. Was? Ich hab die genau gleiche Kamera einfach in Alt. In Alt? Alt. 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 Ich glaube schon, dass du wirklich besser daran bist, Situationen zu... Ist das jetzt ein Interview über meine Interview-Skills? Ja. Ich weiß bei Kameras nie, wo ich hinschauen soll. Also, es ist ja wie in die Augen schauen. Ich mache einfach, das ist unangenehm für dich. Ja. Boah, die hat ja echt gute Quali. Krass. Boah, das ist ja schrecklich. Okay, ich muss jetzt aufhören, so viel Trash zu... Okay, genug, genug. Genug. Genug, es endet nicht.